Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Landjugend im Bild 2017. Die Landjugend Meiseldorf nimmt auch im dritten Jahr ihres Bestehens wieder am Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich teil. Sie können sich mit Sicherheit noch an die Projekte der vergangenen beiden Jahre erinnern. Im Jahr 2015, bei der ersten Teilnahme der jungen Meiseldorferinnen und Meiseldorfer, wurden Liedfasssäulen erbaut, die auch heute noch in allen Katastralgemeinden der Gemeinde leuchten. Im vergangenen Jahr wurde die Aufgabe dann schon etwas anspruchsvoller und brachte die Landjugendlichen an die Grenze ihrer Belastbarkeit. In Kleinmeiseldorf wurde ein Weg erneuert und die Schluchtenstirn komplett neu betoniert. Was heuer zu tun ist, weiß mein Kollege Georg Zeitelberger. Nachdem es in den Vorjahren ein Projekt für die gesamte Gemeinde und eines in Kleinmeiseldorf zu erledigen gab, befindet sich der Ort des Geschehens heuer im 100-Seelendorf Meigen. Bürgermeister Nico Reisel und Ortsvorsteher Matthias Biethahn luden am Freitag um 16.30 Uhr zur Projektübergabe in das Meigner Dorfhaus. Mit Spannung erwarteten die ungefähr 40 Mitglieder ihre Aufgabe. Es gilt, den erneuten Weg durch den Augraben zu beleben und einen kleinen Platz mitsamt Sitzgelegenheit anzulegen. Bevor das Projekt in Angriff genommen wurde, fuhr ein Teil der Mitglieder noch nach Kleinmeiseldorf, um Blut zu spenden. Der Rest begann im Dorfhaus währenddessen mit der Planung und noch in der Nacht wurden bereits kleinere Bäume und Sträucher entfernt, um am Samstag direkt mit den Planierarbeiten starten zu können. Soweit also der Arbeitsverlauf am Freitag. Wie wir gerade gehört haben, sollte am Samstag in der Früh mit den Planierungsarbeiten begonnen werden. Welche Arbeitsfortschritte dabei erzielt wurden, weiß meine Kollegin Birgit Klampfer. Am Samstag ging es für die ersten bereits um 6 Uhr früh los. Vom Steinbruch in Kleinmeiseldorf wurde Material für eine Natursteinmauer geholt. Der Rest der Truppe traf sich um 7 Uhr im Dorfhaus in Meigen und startete mit einem ordentlichen Frühstück in den Tag. Anschließend wurden Arbeitsgruppen gebildet. Der Großteil der Mitglieder begab sich in den Augraben, um das gewünschte Platzl zu errichten. Eine andere Gruppe fuhr nach Kattau und fertigte eine Sitzgelegenheit an. Der Rest der Truppe blieb im Dorfhaus und kümmerte sich um die Beschilderung des Waldlehrpfads. Im Augraben wurden zuerst ein kleines Fundament ausgehoben und anschließend das Platzl ausgemessen. Um auf ein Niveau zu kommen, mussten ein paar Kipper Erde angeschüttet werden, bevor mit der Pflasterung begonnen werden konnte. Nachdem der Unterbau fertig war, wurde mit dem Pflasterln begonnen. Diese Arbeit beschäftigte die jungen Burschen und Mädels bis spät in die Nacht hinein. Kurz nach Mitternacht waren die Pflastersteine verlegt und der Quarzsand eingekehrt. Die Burschen und Mädels waren also auch dieses Mal wieder bis spät in die Nacht aktiv. Nachdem die Pflasterungsarbeiten abgeschlossen waren, konnten sie sich allerdings mit einem guten Gefühl für den letzten Tag des Projektmarathons ausruhen. Ob auch die Auftraggeber des Projektes ein gutes Gefühl hatten, weiß Verena Stangelmeier. Nachdem am Samstag schon ein großer Teil der Arbeit fertiggestellt wurde, konnten die Landjugendlichen am Sonntag etwas länger schlafen. Um 8 Uhr morgens trafen sie sich im Dorfhaus, um die Vorbereitungen für den letzten Feinschliff zu treffen. Ortsvorsteher Matthias Biethahn war am Samstag zu einem kurzen Lokalaugenschein zu Gast und zeigte sich sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Landjugend in unserer Gemeinde einen so starken Zusammenhalt hat und sehr motiviert, engagiert und mit Tatkraft an die Aufgaben herangeht. Und beim jetzigen Lokalaugenschein kann ich sagen, also die werden sicher fertig und ich bin froh, dass wir dann ein tolles Projekt auch hier vor Ort in Meigen haben. Sonntagvormittag verschaffte sich dann auch Bürgermeister Nico Reisel einen Überblick über die Arbeiten. Gut, schönen guten Morgen. Wir sind hier in Meigen im Augraben, der Augrabenweg, der jetzt neu hergerichtet ist von der Straße her, von der Gemeinde. Und die Landjugend versucht hier heute die Aufgabe der Gestaltung des Augrabenweges zu bewerkstelligen. Der Fortschritt, der jetzt am Vormittag schon da ist, zeichnet Gutes. Also eine gute Idee, die in die Tat umgesetzt wird. Und wir hoffen, dass in den letzten Stunden hier noch der Feinschliff passiert. Wir können da im Hintergrund ein bisschen schauen, dass sie schon Gestalt annimmt. Eine Raststation für die Fußgänger, die hier den Weg von Meigen Richtung Sigmundsherberg wagen, durch den Weg, Augrabenweg, und können dann hier rasten. Beim Hergehen habe ich schon gesehen, die Parkbank, die Rastbank,
ist auch schon am Auto aufgeladen, die wird auch demnächst da angeliefert. Ja. Und ich hoffe, dass wir heute ab 16 Uhr, glaube ich, habt ihr ausgemacht, hier eine kurze Sitzprobe machen können und eine Einweihung dieser Projektarbeit, die wie immer am Tatort der Jugend gelungen umgesetzt wird. Das war also der Projektmarathon 2017 der Landjugend Meiseldorf. Von allen Zusehern, die via Dreisatz dabei waren, darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Und bei uns geht es mit dem Programm nun weiter mit der Projektbesichtigung direkt vor Ort. Ihr Shuttle-Service steht schon vor dem Dorfhaus bereit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.